Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von Beatport Pro. Der Beatport Pro ist genau wie Keyfinder auch eben ein kostenloses Programm und Beatport ist natürlich hauptsächlich auch für DJs gemacht. Insofern gehört Beatport Pro auf jeden Fall auch auf jeden DJ-Computer. Ihr habt blöd gesagt nichts zu verlieren wieder bei der Installation und vor allem selbst wenn ihr nur selten auf Beatport einkauft, könnt ihr hier mit dem Player auch sehr gut nach neuer Musik stöbern oder eben auch eure woanders gekaufte Musik gut archivieren, eben verwalten. Und deswegen schauen wir uns das Ganze direkt mal an. Ja, wir haben jetzt hier im Prinzip erstmal das leere Programm. Ihr habt hier unten den Player. Hier auf der rechten Seite habt ihr eine Informationsspalte sozusagen. Hier findet die Mediathek Platz und hier ist noch der Informationsbaum sozusagen. Ihr habt hier einmal die Collection, also hier wird dann eure ganze Musik verwaltet und hier habt ihr eben noch den Zugriff auf den Store. So, ihr habt hier noch die Möglichkeit, jetzt entweder dann händisch Musik über Ordner reinzuladen oder wiederum eure iTunes-Mediathek einfach zu importieren. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal. So, das geht ja ruckzuck. Wir haben ja auch nur ein paar Tracks bis jetzt in den iTunes reingeladen. Ihr seht jetzt hier eben, die Playlisten von iTunes sind synchronisiert. Wir haben jetzt mal einen eigenen Ordner erstellt, den wir elektronische Musik genannt haben. Haben da einfach mal ein paar Beispieltracks reingezogen. Hier tauchen dann eben wieder die ganzen Tracks auf. Genau wie hier eben bei Tracks. Sie sind also eben bei Audio in Beatport Pro reingeladen. Beatport Pro ist sehr clever insofern, dass sie sogar unterscheiden können, eben habt ihr hier Stems oder habt ihr zum Beispiel Loops und One-Shots und sortiert die euch dann sogar schon raus. Aktuell haben wir eben zum Beispiel überhaupt keine Stems bis jetzt hier drin, aber wir können jetzt einfach mal welche reinladen und zwar geht das hier eben ganz einfach dann, indem ihr den Explorer sozusagen benutzt und ruckzuck sind die Informationen schon reingeladen. Genau, ihr habt dann hier noch die Tracks und auf der rechten Seite, eben sehr interessant, habt ihr ein ganz großes Informationsmenü über die Sachen, die eben schon bei der Datei eingetragen sind. Aber ihr könnt sogar noch einen drauflegen, indem ihr euch Informationen von Beatport holt und die hier eben synchronisiert. Hier sucht er sich dann den Track raus. In dem Fall hat er ihn gefunden. Hier unten könnt ihr dann noch entscheiden, welche Informationen ihr noch mit reinladen oder eben ergänzen möchtet. Klickt einfach auf Done und dann wird es eben auch schon übernommen im Prinzip. Ja. Ihr habt dann hier noch die Möglichkeit, diverse Sachen einzustellen, zum Beispiel welche Stimmung hat der Track, ja, in welche Musikrichtung geht er eben eventuell, auch gibt, welche Art von Vocals sind dort hinterlegt. Oder aber zum Beispiel auch bei welcher Veranstaltung, an welchem Ort würdet ihr den Track am ehesten spielen. Ja, ist zum Beispiel eher ein Outdoor-Track oder vielleicht Darkroom, vielleicht auch beides, deswegen kein Problem, könnt ihr beides hinterlegen. Oder zum Beispiel auch die Set-Time eben, ist es eher ein Closer und so weiter und so fort. Eben, ihr habt hier ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, die ihr auf jeden Fall auch nutzen solltet, um Herr über eure große Mediathek zu werden. Genau, ihr könnt die Tracks auch ganz klassisch einfach abspielen. Dann eben hier den Player hier unten und mit den klassischen Informationen, die man so kennt, könnt hier noch eure Tracks genauer anschauen und habt hier zum Beispiel auch noch eure History, eben welche Tracks ihr wann gespielt habt. Genau, und jetzt können wir noch zum Store kommen. Ihr habt hier die Audio-Variante, das heißt eben zum Beispiel haben wir jetzt mal bei MyBeatport, das ihr auf jeden Fall auch cool nutzen könnt, bei dem ihr zum Beispiel Lieblingslabels, Lieblingskünstler hinterlegt, von denen euch dann immer wieder eben neue Tracks angezeigt werden. Könnt ihr dann hier eben einsehen. Und könnt dann ja, euch die neuen Tracks anhören, die klassische Vorhangfunktion wie auch auf Beatport selber.
Genau, und habt eben eine extrem große Mediathek sozusagen. Das sind hier die Artists, die wir da mal hinterlegt haben. Und das Ganze geht natürlich auch mit Labels. Ja, dann gibt es außerdem noch die Beatport Charts. Das heißt, die Top 100, auch ganz klassisch, kennt man ja von der Website. Könnt ihr euch für jedes Genre hier anzeigen lassen, als auch eben, dass ihr zum Beispiel New Releases habt oder auch DJ-Charts. Also eben die ganzen klassischen Dinge, die ihr auch von der Website kennt, habt ihr hier in dem Programm eingebettet. Und was auch eben sehr interessant ist, dass ihr hier euren Einkaufswagen habt. Und wenn ihr eben dann mal Sachen in dem Einkaufswagen hinterlegt habt, wo ihr euch nicht sicher seid, möchte ich das vielleicht kaufen oder nicht, höre ich mir später nochmal an. Oder eben ihr wartet einfach ein Weilchen, bis es sich in Anführungszeichen lohnt, mal zuzuschlagen, ladet über ein paar Tage mehrere Lieder rein. Wird das auch alles hier gespeichert und dann habt ihr eben noch eure ehemaligen Downloads, eure ehemaligen Käufe, die ihr euch dann eben nochmal downloaden könnt. Und genau, dieser Store-Bereich hier im Prinzip ist also genau die Abbildung der Website, aber nochmal ja, deutlich einfacher und ja, benutzerfreundlicher auf jeden Fall. Genau, ihr könnt euch dann hier im Prinzip durch ganz Beatport durchhören. Ihr seht schon 150 von 7 Millionen oder sind es 77? Schauen wir gerade mal. Ne, es sind 7 Millionen. Also 77 wäre natürlich auch ein bisschen viel. Also 7,7 Millionen Tracks könnt ihr euch hier reinziehen. Wenn ihr nach unten scrollt, lädt dann sozusagen immer wieder nach. Also da habt ihr viel zu tun, bis ihr da am Ende angekommen seid. Ja, ist natürlich weniger zielführend. Wäre dann eher gut, wenn ihr da zum Beispiel einen Filter nutzt und hier dann ja einfach nach gewissen Dingen sucht, dass ihr da schneller ans Ziel kommt. Genau, das war es im Prinzip auch schon von der MyBeatport-Seite. Hier eben die Store-Variante und hier oben eure Mediathek in Synchronisation mit iTunes. Eben hier die Sortierung, eben falls ihr noch Loops da mit drin habt, One-Shots, Stems und so weiter, sortiert Beatport für euch schon vor. Hier die Möglichkeit, dass ihr extrem viel noch einstellen könnt. Und eben ihr habt überall die Möglichkeit, Filter einzusetzen, um eure ja, Playlist eben zu filtern, dass ihr aus einer großen Mediathek schnell Dinge findet. In unserer Beispiel-Playlist sind natürlich nicht so viele Tracks, deswegen macht es nicht ganz so viel Sinn. Wir können ja hier einfach mal Artist Chris hier Rose sagen und zack, ganz einfach kommt der eine Track. Könnten wir jetzt wieder abspielen. Und genauso auch wieder rauslöschen. Also ist es im Prinzip sehr simpel, sehr übersichtlich und eine klassische Analysefunktion hat Beatport nicht. Dafür hat es eben die Variante, dass ihr die Tracks mit Beatport synchronisieren könnt, also nicht analysieren, sondern synchronisieren. Und Beatport vertraut da eben auf seine eigenen Informationen und überträgt die dann eben auf den Track hier. Genau, es ist ganz einfach. Das sucht für euch sogar schon. Ihr müsst nur noch anklicken, ob das passt oder nicht. Und drückt auf Done. Ihr seht schon hier ruckzuck werden die Informationen übernommen. Kommen wir jetzt noch zu den Einstellungen von Beatport Pro, denn hier könnt ihr auch noch einige Einstellungen eben vornehmen. Ja, zum einen mal General, also die generellen Sachen. Das übliche Dateiformat ist AIFF. Das passt auch soweit. Solltet ihr so lassen, denn die Variante ist unkomprimiert. Bei MP3 habt ihr einen deutlichen Verlust. Wave geht natürlich auch. Genau, Updates ist eh klar. MyBeatport Highlights heißt eben, dass wenn ihr Artists oder Labels bei MyBeatport hinterlegt habt, dann werden diese auch hier in der Playlist gelb hinterlegt. Das seht ihr
zum Beispiel hier. Also wir haben jetzt Alan Fitzpatrick zum Beispiel eben bei Artists mit drin und deswegen sind diese ja, Künstler auch gelb hinterlegt. Außerdem könnt ihr Pre-Order-Items anzeigen lassen, ist natürlich auch interessant, könnt ihr euch auch schon anhören. Dann der Player, eben Enable Continuous Playback heißt eben, dass der Track sich immer wieder wiederholt. Und hier könnt ihr dann halt sagen, welche ja, Audio-Dateiarten das Ganze erlaubt bekommen sollen. Bei einem One-Shot macht es ja eventuell nicht so viel Sinn wie bei einem Track, den ihr euch immer wieder anhören möchtet. Und hier ist er im Prinzip auch selbsterklärend. Also in der Queue-History, wie viele Tracks sollen da drin sein? Können 50 sein, können mehr oder weniger sein. Und wenn ihr durch einen Track scannt, dann skippt ihr so und so viele Sekunden, also überspringt ihr so und so viele Sekunden. Genau, dann, wenn ihr euch im Store Sachen angeschaut habt, dann kann sich der Store das merken. Das ist insofern interessant, dass wenn ihr ja viel durch Musik stöbert, ihr nicht mehr merken könnt, welche Tracks ihr jetzt ganz genau angehört habt. Und diese können dann auch wieder eben ja, markiert werden, hinterlegt werden, dass ihr da schon mal reingehört habt, dass ihr die einfach nicht doppelt anhört und somit ja einfach Zeit verschwendet. Da könnt ihr dann eben noch die Dauer dieses Merkens hinterlegen. Ja, dann eben neue Dateien sollen aus dem Ordner hier reingeladen werden. Passt auch soweit. Und ihr könnt dann eben eure Mediathek noch exportieren. Was insofern sehr interessant ist, dass ihr eben vorher eventuell eure Tracks mit noch mehr Informationen ausgestattet habt, indem ihr sie mit Beatport synchronisiert habt zum Beispiel oder irgendwie umbenannt habt, was auch immer. Und dann könnt ihr euch das Ganze eben aus Beatport Pro wieder als iTunes-Datei ausspucken lassen und in iTunes reinziehen. Und dann könnt ihr eben hier noch einstellen, was genau denn dann da mitgenommen werden soll. Außerdem könnt ihr Tags verteilen, eben zum Beispiel, wenn der Key, also die Tonart, eingestellt wird, soll das jetzt Custom sein. Da könnt ihr dann zum Beispiel wieder Camelot Wheel hinterlegen oder eben Open Key oder zum Beispiel auch in die Kommentare soll Folgendes reingeschrieben werden. Ja, jetzt hier eben die Frage, wollt ihr das zulassen oder nicht, weil eben, wenn ja gewisse wichtige Informationen in der Kommentarspalte aktuell schon drin sind, dann wären die ja sonst weg. Dann außerdem eben noch der Downloads-Reiter. Klar, wo sollen Downloads gespeichert werden, wenn ihr über Beatport einkauft? Natürlich im Downloads-Ordner, ist irgendwie logisch. Mehrere Downloads erlauben, macht heutzutage eigentlich auch Sinn, dass normalerweise jede Internetleitung schnell genug. Außerdem könnt ihr Hotkeys vergeben auf eurer Tastatur. Ist auch eigentlich selbsterklärend. Einfach dann hier draufklicken und zum Beispiel diese Taste hinterlegen. Das war es dann auch schon. Außerdem Notifications, also Meldungen. Wenn jetzt ein Download fertig ist, kriegt ihr eben dann eine Meldung. Der Download ist fertig. Und hier könnt ihr auch noch eure Mobile Devices mit verbinden. Genau, das zu den Einstellungen. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in der Beatport Top 100 seid, dann seht ihr hier zum Beispiel das grüne, den Track haben wir uns schon mal angehört. Und wenn ihr euch jetzt hier den Track dann anhört und entscheiden möchtet, okay, den finde ich cool, den möchte ich mir kaufen, dann müsst ihr ganz einfach nur hier auf das Symbol klicken. Kennt ihr ja ganz normal. Hier könnt ihr noch entscheiden, in welchen Einkaufswagen es reingeladen werden soll. Und genau, dann ist es hier in eurem Einkaufswagen gelandet. Ihr könnt das Dateiformat noch auswählen und hier eben Proceed to Checkout. Also hier könnt ihr auch ganz einfach über dieses Programm eben neue Tracks einkaufen. Genau, das war Beatport Pro. Ladet es euch auf jeden Fall runter, ist kostenlos. Meldet euch mit eurem Beatport Pro Account an oder Beatport Account natürlich. Insofern ihr noch keinen habt, erstellt euch einen. Er ist genauso kostenlos und ihr solltet Beatport als DJ definitiv nutzen. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.